Herzlich willkommen zu Airless Tipps, dem Format, in dem ihr eure Fragen stellt und wir erstellen ein Video, um eure Fragen zu beantworten. Heute geht es um eine Frage, die uns erreicht hat, und zwar, wie man optimal ein Farbspritzgerät reinigt. Wir sind hier gerade in unserem Schulungszentrum, haben heute ein paar Videos gedreht, deshalb haben wir die Gelegenheit, euch das gleich gut zu zeigen, was wir ohnehin machen müssen. Wir haben hier eine Graco-Kolbenpumpe und haben Dispersionsfarbe verarbeitet und wollen jetzt anfangen, das Gerät zu reinigen. Ist eine schnelle Sache, wenn man weiß, wie es geht. Was brauchen wir dazu? Wir haben hier jetzt unten drunter stehen noch den Farbeimer. Das Gerät ist auch noch mit Farbe befüllt. Was wir brauchen, sind noch zwei weitere Eimer. Einmal ganz außen einen Eimer mit Wasser, frischem Wasser, um einfach die Dispersionsfarbe dann rauszuspülen, das Gerät zu reinigen. Und wir haben noch einen Schmutzwassereimer, in dem wir das Restmaterial reinpumpen. Gerät, Schlauch und Pistole sind mit Farbe befüllt. Das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich, die Farbe erstmal rauszubekommen. Deshalb kippen wir das Gerät nach hinten. Das hat eine ganz praktische Vorrichtung, so dass wir es nach hinten umkippen können. Die Farbe tropft inzwischen von der Ansaugung etwas ab und da warten wir einen kleinen Moment, dass das ein bisschen abtropft, und nehmen dann den Schmutzeimer Wasser, den Schmutzwassereimer, und tauschen das Ganze aus, Farbeimer weg und Schmutzwassereimer hin, den stellen wir hier rüber. Und dann können wir die Ansaugung hier schon mal ein bisschen, das Material schon mal, hier haben wir einen Pinsel, mit dem wir ein bisschen reinigen können, geht auch eine Bürste oder ein Schwamm, wo ihr schon mal ein bisschen was mit abmachen könnt, so das Gröbste, dass es runter ist. Dann geht es darum, die Farbe aus dem Gerät, aus dem Schlauch zu bekommen, und dazu kippen wir das Gerät um, so dass es im Schmutzwasser steht. Schmutzwasser heißt in dem Fall einfach Wasser, und wir haben damit vorher schon ein bisschen gereinigt, also ist schon ein bisschen Farbe mit drin. Schalten das Gerät ein und wollen jetzt das Material aus dem Gerät pumpen. Das heißt, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass das Ventil auf Rücklauf, auf Zirkulation gestellt ist. Das heißt, dass die Farbe aus dem Gerät über den Rücklauf rausgesaugt wird. Das machen wir, Ventil also nach unten gestellt und Gerät eingeschaltet, und wir erhöhen jetzt leicht den Druck und wir pumpen jetzt das Material heraus, zurück in den Farbeimer, das ist nicht verloren, bis Wasser kommt. Hier sehen wir jetzt, da kommt Farbe, 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 Farbe. Und da wird es immer dünner und wir haben dann schon das Wasser mit dabei, das heißt, an dem Punkt drehen wir den Druck runter. Ein bisschen Farbe, ein bisschen Wasser ist jetzt mit in die Farbe gekommen, ist aber kein Problem, weil es ja ohnehin verdünnbar. So, damit haben wir jetzt schon mal die Farbe aus dem Gerät raus und wir haben jetzt noch Schmutzwasser im Gerät. Jetzt müssen wir aber noch das Ganze aus dem Schlauch rausbekommen. Das heißt, wir nehmen erstmal den Düsenhalter ab. Das ist die einfachste Variante. Aufpassen, wenn es abnimmt, hier ist eine Dichtung drin, dass die nicht verloren geht. Packt den beiseite und dann geht es darum, die Farbe aus dem Schlauch und aus der Pistole zu bekommen. Jetzt schaltet ihr das Entlastungsventil so, dass die Farbe vor zur Pistole fließt, oder in dem Fall jetzt das Wasser vor zur Pistole. Ihr erhöht den Druck leicht, so dass das Material nach vorne geschoben wird und die Farbe aus dem Schlauch und aus der Pistole herausgedrückt wird. Mit wenig Druck arbeiten, damit sich kein Druck aufbaut und ihr in den Farbeimer reinspritzt und es eine Riesensauerei gibt, könnt ihr schon vorab die Pistole gezogen halten. Das heißt also, gerne auch hier am Rand einfach schon ziehen und dann den Druck leicht hochdrehen. So könnt ihr Spritzer vermeiden. So, jetzt kommt die Farbe, ihr seht das auch. Und das macht ihr so lange, bei leichtem Druck, nicht zu viel, sonst gibt es nur eine Sauerei. Das macht ihr jetzt so lange, bis Wasser kommt. Dauert ein Weilchen. So, und da wird es dünner und da ist dann schon Wasser mit dabei. Das heißt, wir wissen jetzt, wir haben komplett
das Material aus dem Gerät raus und haben nur noch Schmutzwasser jetzt drin. Das heißt, wir können an dem Punkt den Farbeimer wegnehmen, weil wir den nicht weiter brauchen und können den schon wegstellen für den nächsten Arbeitstag. Denn jetzt brauchen wir den Frischwassereimer. Das heißt, wir sind jetzt soweit erstmal mit dem Material durch, die Farbe ist draußen und jetzt saugen wir Frischwasser an. Das heißt, wir machen hier die Ansaugung nochmal etwas mehr sauber. Wie gesagt, hier mit einem groben Pinsel, geht wie gesagt auch mit einem Schwamm, mit einem Lappen, so dass das Gröbste hier runter ist. Das könnt ihr dann noch ausführlich ein bisschen später machen. Und jetzt nehmt ihr den Frischwassereimer, stellt ihn runter und den Schmutzwassereimer, stellt das Gerät rein und macht genau wieder die Prozedur, dass ihr es komplett durchs Gerät spült und auch durch die Pistole. Das heißt also, ihr würdet jetzt wieder über den Rücklauf gehen, hier vorne entsprechend entlasten, Druck leicht aufbauen und könnt hier durchspülen lassen. Das könnt ihr ein Weilchen ruhig laufen lassen. Für die Präsentation und eigentlich für das, was wir jetzt hier vorhaben, so stark ist das Gerät nicht genutzt worden, reicht es schon fast. Denn wir können jetzt das Ganze auch nochmal für die Pistole machen. Ja. Auch wieder hier zuerst den Abzug ziehen, dann Druck aufbauen und dann durchlaufen lassen. Also man sieht, das Material wird deutlich klarer, ist weitestgehend gereinigt, Material ist raus. Wir würden jetzt uns einfach nochmal eine Bürste nehmen und dann das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher reinigen, die Ansaugung, den Rücklauf richtig sauber machen, bevor wir uns dann die Filter genauer anschauen und allen Seiten einfach hier ein bisschen abbürsten. Dann geht es eigentlich sehr gut runter, das Material. Auch hier vielleicht den Rücklauf noch etwas. Und dann sieht es schon deutlich besser aus. So, wenn wir jetzt das Gerät wieder zurückkippen, dann sehen wir schon die Ansaugung hier unten. Das ist jetzt schon, sieht schon sehr vernünftig aus. Das Ansaugsieb könnt ihr auch abnehmen. Und dann ansonsten auch mit der Bürste etwas reinigen, sodass das Gröbste hier ab ist. Ihr könnt es auch abnehmen und einzeln nochmal auswaschen, ist auch kein Problem. Das sieht soweit aber eigentlich okay aus. Und da hängen jetzt keine gröberen Farbreste drin, sodass man da beim nächsten Mal problemlos mit arbeiten kann. Außerdem würdet ihr noch reinigen das Hauptfiltergehäuse und den Hauptfilter. Das ist jetzt etwas fester, meine Hände sind auch ein bisschen nass, deshalb nehme ich mir mal eine Zange. Also ihr schraubt den Hauptfilter auf. Wenn es per Hand zu schwer geht, nehmt euch einfach eine Zange. Aufpassen, dass ihr den Druck entlastet habt. Und dann kommt ihr ans Hauptfiltergehäuse. Hier habt ihr den Hauptfilter. Den könnt ihr auch einfach entnehmen und hier ausspülen. Ja, da seht ihr, da geht schon eine Menge raus. Auch hier könnt ihr wieder die Bürste einsetzen. Und ihr könnt den Filter auch direkt abnehmen, wenn ihr ihn austauschen wollt, ausspülen wollt. Und ihr seht, da verschwindet schon sehr, sehr viel von den Verunreinigungen. Wenn ihr jetzt hier noch eine Bürste einsetzt, hier den Filterkern noch etwas sauber macht, dann sieht es schon sehr schnell sehr brauchbar aus. Nicht wie neu, aber so, dass es vernünftig gepflegt ist. Und ihr beim nächsten Mal keine Probleme habt, wenn ihr das System wieder einsetzt. Ja? Den Filter einfach wieder drauf. Aufpassen, dass keine Farbrückstände hier oben am Gewinde sind.
Das könnt ihr auch mit der Bürste sauber machen oder ihr nehmt euch einen Lappen. In dem Fall, ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Papier, mache oben das Filtergehäuse sauber. Dass nichts am Gewinde dran ist, das kann problematisch werden, dass es da nicht richtig schließt. Ihr könnt auch, wenn ihr es ganz gründlich machen wollt, dann macht ihr euch ein bisschen so eine Papierwurst und schiebt das hier rein. Und dann könnt ihr nämlich das Filtergehäuse auch innen nochmal ein bisschen von Farbe und Farbrückständen befreien, ein bisschen sauberer machen. Und dann setzt ihr den Hauptfilter einfach wieder auf, macht das Gewinde ordentlich fest. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen Öl nutzen und ans Gewinde dort ranmachen, das ist nochmal ein bisschen sicherer. Und dann gibt es keine Korrosion und das ist vernünftig geschlossen. Zum Abschluss geht es noch darum, den Pistolenfilter richtig sauber zu machen. Der Pistolenfilter sitzt hier im Griff und ihr könnt ganz leicht die Pistole öffnen. Das ist bei fast allen Modellen so, dass ihr einfach dann die Pistole aufschraubt. Hier seht ihr, ihr habt den Pistolenfilter drin. Achtung, hier ist noch ein bisschen Restmaterial drin und könnt dann den Filter entnehmen. Und genauso wie beim Hauptfilter könnt ihr den Filter dann einfach auswaschen, abbürsten. Ja, der war jetzt hier gar nicht sehr schmutzig. Das heißt, also es reicht schon im Grunde, um den so auszuspülen. Kann dann wieder eingesetzt werden und ihr schraubt dann den Pistolengriff einfach wieder rauf. Und fertig ist die Sache. Anschließend den Pistolenbügel wieder überziehen und dann geht es noch darum, die Pistole, also die Düse vernünftig zu reinigen, auch die ausspülen. Wie gesagt, aufpassen auf die Dichtung, Düsenhalter kurz abspülen, wenn Farbreste dran sind, abbürsten, entfernen. Auch hier die Düse selbst ausspülen, kann man auch mal nochmal mit der Bürste drüber gehen, mit dem Lappen drüber gehen. Wir nutzen ganz gerne, es gibt noch ein System zur Düsenreinigung. Das ist diese Eieruhr, gibt es von verschiedenen Herstellern. Manche nehmen sich auch einfach ein Gurkenglas, dort Düsenreiniger rein, Düse rein. Dann kann die nicht austrocknen, selbst wenn jetzt noch Material dann in der Düse drin ist, befindet sich die Düse die ganze Zeit in Konservierungsmitteln, Pflegemitteln, sodass da nichts austrocknen und aushärten kann im Düsenkern. Und dann habt ihr keine Probleme. Im Vergleich zu einem Gurkenglas habt ihr den Vorteil, dass ihr dann, wenn ihr die Düsen entnehmen wollt, nicht jedes Mal in der Verdünnung, in dem Reiniger mit den Fingern rein müsst. Ihr schraubt das Ganze oben einfach auf. Hier könnt ihr die Düsen reinlegen oder entnehmen. Und wenn ihr sie konservieren wollt, dann dreht ihr das Ganze um und das Konservierungsmittel läuft nach unten, sodass die Düsen dann im Konservierungsmittel sind. Und es keine Probleme gibt, nichts eintrocknen kann. So, zum Abschluss, wenn ihr dann den Düsenhalter und die Düse entsprechend gereinigt habt, könnt ihr, wenn ihr wollt, ruhig nochmal Wasser durchlaufen lassen. Das heißt, ihr spült das Ganze ruhig nochmal hier in der Spülfunktion und lasst sie ruhig nochmal laufen. Das könnt ihr so lange machen, bis ihr das Gefühl habt, okay, es ist super sauber, je nach dem Grad, wie ihr das braucht. Aber das ist dann auch eigentlich nicht mehr so lange nötig. Ansonsten, wenn ihr das Gerät längere Zeit stehen lässt, gibt es verschiedene Konservierungsmittel von allen Herstellern. Da gibt es verschiedene Varianten, welche die ihr mit Wasser verdünnt oder welche die ihr auch direkt ansaugt. Sowohl von Graco, Wagner, von allen Herstellern. Und die könnt ihr dann einfach ins Gerät einsaugen. Da gibt es teilweise auch Frostschutz mit dabei. Und das belastet ihr dann einfach im Gerät und lasst es so stehen, sodass kein Wasser im Gerät ist, sondern eben das Konservierungsmittel. Okay, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Wichtiger Punkt mir noch zu sagen, wir hören oft als Kritikpunkte fürs Airless-Spritzen zu viel Farbnebel und zu lange Reinigung, zu viel Aufwand. Ich denke, hier habe ich gezeigt, dass es keine große Sache ist. Wir haben es jetzt hier recht ausführlich gemacht. Das heißt, Reinigung, habt ihr jetzt gesehen, ist kein großes Ding, dauert ein paar Minuten. Wenn ihr das regelmäßig macht, geht es sogar noch schneller. Auch Farbnebel ist die zweite Sache, die, wenn man weiß, wie es geht, kein großes Problem ist. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst uns einen Kommentar. Bis bald.